Los geht's, der Dritte gegen den Zweiten der Qualifikation. Der Fehlpass von Corinne Rüttimann. Und dann der Abschluss der Topscorerin auf Seiten der Scops. Sie noch einmal kommt und die trifft. 1:0, Nathalie Spichiger. Scops da schon mit viel Offensivzeit in der ersten Minute. Machen sie sehr gut. Und Spichiger, der da gut nachsetzt, den Ball kann nehmen. Mit einem satten Abschluss. Nächste Chance, nächster Abschluss, erstes Tor, Chur. Es hat sich abgezeichnet. Ja, die Riaco war da mit super Übersicht. Aber der Ball hat sie jetzt schon dreimal, glaube ich, hat sie den gespielt. Der Diagonalpass, super gemacht von Piranha Chur. Auch jetzt wieder Backhand, der Abschluss und kein Tor. Aber fast, das hätte fast das zweite Tor sein müssen. Rael Wies mit der Top-Chance. Und dann Sutter und Shepkova. Uiuiui. Uiuiui. Das war natürlich eine super Chance. Ui! Lattenschuss! Lena Baumgartner, wo er via Münger ab Pfosten springt und Spichiger mit dem Abschluss hat da sogar noch ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht. Sutter. Fehlpass. Und dann Spichiger gleich schnell wie Corinne Rüttimann. Und dann nutzt sie diese Situation. Aber hier sehen wir nochmal Sutter, der da die Rüttimann sucht. Und Spichiger macht es auch gut. Sie macht den Weg zu Rüttimann und nimmt dann den Abschluss von außen. Und klar, nach Pfosten, das ist schon Jill Münger. Das weiss sie selber auch. Kommt Möglichkeit da für die Scorps. Und das ist nicht das Tor. Jill Münger diesmal mit einer tollen Parade. Münger bis jetzt so ab und zu wirklich zulässt. Oh, Tommy! Ein Riesenschuss! Ich habe ehrlich gesagt nicht gewusst, dass sie so gut schiessen kann. Riesenschuss da von ihr, wahnsinnig satt. Da kann jetzt Jill Münger natürlich nichts dafür. Nächste Chance, nächstes Tor! Das ist ein Hattrick. Drei Tore. Da grinst sie, da lacht sie und feiert mit ihren Kolleginnen. Nathalie Spichiger, diesmal Backhand. Guter Block. Und dann Kipp, sofort umgeschaltet. Kipp! Sie krönt auch irgendwie ihre Leistung. Ja, da sieht man ihr Selbstvertrauen und wie viel sie sich zutraut. Sie gewinnt der den Ball in der Mittelzone und läuft dann einfach mal durch, weil sie es kann. Julia Sutter, nein! Helen Bircher! Da können wir nur mal spekulieren. Berge und Belluli! Oh. Wow! Das ist ein toller Abschluss. Hier jetzt Belluli mit gutem Abschlusswinkel, den sie da hat. Und trifft natürlich herrlich oben hin. Also sie hat einen guten Abschluss, das zeigt sie immer wieder. In diesem Sport, der dermaßen schnell funktioniert, immer wieder. Hier kommt die nächste Chance, hier kommt das nächste Tor. Und jetzt laufen sie vielleicht doch noch heiß. Corinne Rüttimann zeigt, warum sie eben diese Anführerin ist, die sie ist. Wenn sie mit zwei Goal vorne sind. Dann sind sie nur noch mit einem Tor vorne. Corinne Rüttimann direkt abgezogen. Klapito, der da mit super Spielübersicht, einen super Pass auf Corinne Rüttimann, wo halt hervorragende Abschlusstechnik hat. Ja, es ist schon so, dass sie von vielen sehr gut machen. Geht auch mit dem Abschluss. Achtung, wieder gute Abschluss. Lisa Liechti! Ja, und Liechti zeigt auch ihre Qualitäten ganz vorne in der Offensive. Sie geht so selten dafür, leider. Sie kann es nämlich auch vorne sehr gut. Dann noch einmal der Abschluss und das war's dann von diesem ersten Playoff-Halbfinal. 6:4 gewinnt Lukas Schirp mit seinen Scorps.